So, Leute, herzlich willkommen beim nächsten Part von Let's Play Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ich guck erstmal. Oh, macht Würgegriff Stufe 3. Oh, gut. Ja, eine Stufe 2, wobei sich der Jedi frei bewegen und den Gegner dabei in Wände oder Hindernisse werfen kann. Seht mal. Eigentlich wollte ich es jetzt voll reinschmeißen. Aber meine Macht hat nicht ausgereicht. Was war das denn? Ich muss mich mal. Oh, leck. Ich habe voll viel Stich an meinem Arm. Aus wie Windpocken. Okay, dann wieder nicht ganz wie Windpocken. Okay. Ah ja, okay, da ist irgendwie eine Art Zugang frei geworden. Können wir doch gerade mal nehmen. Oh. Ja, noch einmal erschienen. Eine Erscheinung. Weiß ich, dass er mir gefolgt ist. Was stirbt? Geht doch. So, die Seite wäre abgeackert. Da oben sind auch noch welche drin, oder was? Okay, Moment, ich muss mal kurz noch diesen Flur hier mal ein bisschen ab. Schauen. Okay, ist eine Zugangskarte benötigt. Moment. So Leute, da bin ich wieder. Stellt euch mal meinen Zustand an. Der ohne den Vorführeffekt geht's halt einfach besser. Ja, jetzt habe ich genau die Stelle. Jetzt bin ich genau bis zu der Stelle wieder vorgespielt. Das ist einfach blöd, wenn man stirbt. Ich bin mal den ganzen Gang entlang und in so einen Highspeed-Sprung. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, was die Dinge hier angeht. Die ist nämlich ziemlich zickig. So, und weiter geht's. Habe ich da vorne so ein Teil, so eine. Genau, das da. So, habe ich nämlich diese Röhre hier rausgefahren. Jungs, so jetzt nochmal. Versuchen wir es noch einmal. Aber während ich auf dieser Röhre bin, speichere ich ab. Zum Teufel nochmal. Okay. Okay, jetzt habe ich eine Zugangskarte. Ich ahne auch schon, wohin die geht. Das probiere ich doch gleich mal als erstes aus. Du
Glaubst du nicht ernsthaft, dass ich dich Sicherheit wähne? Jawohl. Ach so, ich muss dahin. Ja, dann ist ja gut, dann habe ich das Richtige gemacht. Ich muss halt vor denen aufpassen, vor denen mit den Schrotgewehren, vor den Golan Arms, FC1 für Chatwerfern. Ich sag Schrotgewehre. Das war nicht die richtige. Geil, es gibt ja bloß 4 Möglichkeiten. Und unser Machtsprung ist ja gewaltig, also von dem her. Ich glaube, ich kann hier mal während diesem Rätselpart hier. Kann ich meinen Lichtschwert, glaube ich, deaktivieren. So, schauen wir mal hier. Bären zu Glück. Ja. Es sieht so aus. Allerdings ist es mit der Einstellung kein Wunder, dass ich nie ein Versteck finde. Also. Okay. Dann hätte sich das alles bereits beantwortet. Gehen wir mal diesen sonderbaren Flur entlang da rein und abspeichern. Du, deine Tarnung ist falsch schlecht, das weißt du. So, alles klar. Das ist jetzt ja auch jetzt geregelt, ne? Wisst ihr, wer jetzt euer Meister ist? Das ist nicht ihr, meine lieben Zuschauer. Sondern ihr. Ich habe mich fertig gemacht, das muss euch klar sein. Schildenergie, sehr gut. Oh, saving me. Autsch. Hallo? So, da bin ich wieder. Ich wurde gerade zum American Breakfast eingeladen und ich habe gerade keinen Hunger. So, dann nehme ich mal diesen Aufzug hier. Warte, dass wieder irgendwie irgendetwas passiert. Oh ja. Ach, bitte euch sehr begrüßen. Meine Lichtschwertabwehr übrigens auch. Du jetzt ziemlich weit down gehen. Am Anfang haben wir noch Verantwortung gehabt, ja. Jetzt sind sie nur noch, naja, wie die meisten Feinde im Spiel reden. Naja. Ja. Geht doch. Das ist es, der Schildgenerator. Haltet noch aus, Rogues. Die Dinge werden jetzt etwas einfacher werden. Okay, jetzt habe ich den Schildgenerator gefunden. Die Dinge werden jetzt laut Katarn ein bisschen einfacher. Nur noch ein Generatorleinchen. So.
haben wir denn hier? Ah, Captain Katan. Welche Freude, Ihnen endlich von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Die Freude ist wohl nur auf Ihrer Seite. Dieses Ors-Mädchen hat eine hohe Meinung von Ihnen. Wussten Sie das? Sie muss Ihren Namen bei mindestens 17 verschiedenen Gelegenheiten in den letzten Tagen gewimmert haben. Soll mich das zornig machen? Darüber bin ich hinaus, Galak. Oh, tatsächlich. Und wenn ich Ihnen sagen würde, dass sich Desan in diesem Moment zur Akademie der Jedi begibt, begleitet von Tausenden seiner machtdurchströmten, lichtschwertresistenten Krieger und die Plage der Jedi-Ritter für alle Zeiten auslöscht? Dann würde ich sagen, Sie sind verrückt. Steht es dann hier? Einsatztrupp 1 an Doomgiver. Östlicher Angriff auf Akademie wird wie geplant ausgeführt. Einsatztrupp 2 an Doomgiver. Landekopf wird vor dem Haupteingang installiert. Einsatztrupp 3 an Doomgiver. Truppen der Wiedergeborenen nähern sich von nördlicher Grenze. In nur wenigen Stunden wird Desan diese erbärmlichen Jedi-Ritter ausgelöscht und mir den Weg als Herrscher des neuen Imperiums geebnet haben. Ich, Galak Fayyar der Erste, das Genie, das die Schattenrüstung erdacht hat, wird über die Galaxis mit kortosener Faust herrschen. Welten werden erzittern, Sterne erbeben. Ihre Schilde werden ausfallen. Okay, ich glaube, dem müssen wir jetzt ein bisschen böse geben. Aber ich glaube eher, dass er dasselbe mit uns vorhat. Ach so, wenn er nicht mit irgendwas anderem kommt als dem. Okay, das war jetzt natürlich ein bisschen leichtsinnig. Oh, der kann auch Sekundärfeuer. Okay. Okay, das war jetzt wirklich leichtsinnig. Okay, ich glaube, ich muss den schwachen Stil einsetzen. Und jetzt muss ich zum starken wechseln. Ah, okay. Weg hier. Hab ich keinen Bagtan mehr. Eine Ablenkung. Das ist wirklich gut. Linkivität. Boah, lass mich in Ruhe. Ah, du blöder Penner. Alter. Das ist jetzt mal ein interessanter Bosskampf, oder? Galak. Sehr gut. So, geschafft. Kyle,
Hier ist Rogue, Anführer. Wir starten den Anflug, also machen Sie, dass Sie da wegkommen. Und zwar sofort. Komisch, ich habe gerade das Gleiche gedacht. Okay, jetzt muss ich kurz hier abspeichern, weil... nicht löschen, speichern. Weil das ist jetzt geil. Seht mal, ich kann fliegen. Autsch, Rogue Squadron bringt mich gerade um. Also über diese Flammen drüber. Geil. Anderer Weg. Uah. Die Rogue Staffel übertreibt's. Klar übertreiben die. Hallo? Vertrau niemanden, der einen Todesstand zerstört hat. Autsch. Genau das war nämlich meine Befürchtung. Dass ich durch einen Stromschlag sterbe. Ist halt schwer zu kontrollieren, das ganze Zeug. Rogue-Schwadron übertreibt. Nein, nicht durch die Flammen. Mensch, Keil. Nicht durch die Flammen, Mann. Rogue-Staffel übertreibt. Kann man da überhaupt vorbei, ohne dass man verreckt? Oh Mann! Was soll das überhaupt? Wodurch wird so ein Stromschlag ausgelöst? Muss ich mich vollständig heilen, um da rauszukommen? Okay. Blitze. Nicht alles. Geil. Was? Genau. Jubel dem Schiff noch zu. Es soll ja schließlich mich nach hier, mir noch erlauben, rauszugehen. Voll fett, das Schiff zu leaven, Alter. Den Server zu verlassen. Da. Ah, der Lichtschwertwurf ist das, was ich brauche. Dieses blöde Schiff der Hinterbliebenen begriff mich auch für sich. Das Schiff hat echt keine Ausdauer. Alle Türen sind jetzt schon offen. Hoffentlich sind die Rettungskapseln noch intakt. Klar. Warum ist da nichts drin? So, es ist nur. Es ist nur Buggy nicht rausgekommen. Da ist eine Munition drin. Munition. Oh, und Container. Ja, die will ich jetzt irgendwie alle aufmachen, keine Ahnung. Vielleicht gilt eins davon als Versteck. Ich benötige eine Zugangskarte. Na toll. Wirklich.
Okay. Okay, so bin ich jetzt auch noch nicht durch die Gegend geschwebt. So. Ach komm. Ich glaube kaum, dass ich einen Lichtschwert brauche. Ich komme noch genauso wenig klar damit wie ich. Noch viel weniger sogar, weil es Sturmtruppen sind. So, ne. Typen. Droiden. Scheiß Droiden. Schnell von dem Abgrund weg. Ah, da war jetzt doch das eine Seite von den Trümmern verdeckt. Muss ich zweifelsohne hier ein. Oh! Ich bin wieder auf dem Teppich. Sehr gut. Mal rein da. Ah! Komm, hier bricht alles zusammen! Das hätte wirklich keinem hübscheren Schiff passieren können. Okay, wir haben es geschafft. 50 Feinde habe ich ausgeschaltet und ich habe einen Screenshot gesichert. Ja, das wär's denn eigentlich schon und wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn es heißt auf nach Yavin 4. Auf zur Akademie. Can't save game while dead. Also bis dann, Leute. Ciao.